Warum lässt Gott Putin Krieg führen? Warum lässt Gott Kriege zu? Aus der Bibel wissen wir, Gott ist allmächtig, Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Er ist mächtiger als alle Geschöpfe, als alle Engel, als alle Menschen. Er steht unendlich hoch, auch über allen Regierungen, über allen Staatschefs. Durch die Bibel wissen wir, Gott hat alle Obrigkeiten eingesetzt. Das gilt für alle Länder, auch für Russland. Gott hat sich die Regierungen so gedacht, dass sie für Recht und Ordnung sorgen sollen in einem Land. Wie kann es dann sein, dass von Gott eingesetzte Obrigkeiten wie Putin solche Kriege führen, bei denen viele unschuldige Menschen ihr Leben verlieren, viele ihre Väter verlieren, ihren Besitz verlieren? Der Grund dafür ist, dass Gott uns Menschen mit einem freien Willen geschaffen hat. Das heißt, wir können im Prinzip handeln und entscheiden, wie wir wollen. Wir fragen uns, warum ist Gott in dieser Phase der Weltgeschichte so geduldig mit den Menschen? Warum greift er nicht sofort ein? Warum hält er nicht jetzt schon sein Gericht? Wir haben die Wahl, uns nach Gottes Maßstäben zu richten oder unsere eigenen Wege zu gehen, so auch Putin. Er könnte ein guter Regent sein, der den lebendigen Gott sucht, der sich Gott nähern will, der auf Gottes Wort hören will. Aber das tut er nicht, sondern er handelt nach seinen eigenen Plänen. Aber nicht nur er. In diesem Punkt unterscheiden sich die wenigsten Menschen von Wladimir Putin. Alle neigen wir dazu, nach eigenem Willen zu handeln, nicht auf Gottes Wort zu hören. Momentan schenkt Gott der Welt Gnade, er wartet noch ab, bis er dann Gericht halten wird. Die Zeit des Gerichts ist schon angekündigt, aber sie ist jetzt noch nicht da. Daher kann Putin immer noch nach seinen eigenen Vorstellungen handeln, ohne dass Gott direkt eingreift. Aber der Herr Gott zögert nicht die Verheißungen hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns Menschen, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Das heißt, Gott wartet derzeit noch geduldig ab, bis jeder Mensch, der zu ihm umkehren will und sich durch Jesus Christus retten lassen will, umgekehrt ist. Und dann wird das Gericht Gottes kommen. Weil Gott einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Es wird also eine Zeit kommen, da wird Gott Gericht an den Menschen ausüben. Wenn Wladimir Putin nicht rechtzeitig umkehrt und die Vergebung der Sünden annimmt, dann wird er definitiv von Gott gerichtet werden, für alle seine Werke. Er wird ein absolut gerechtes Urteil von Gott erhalten. Und entsprechende Strafe wird er empfangen. Bei Gottes Gericht kann man nicht Sünde durch gute Werke ausgleichen. Jede Sünde erfährt bei Gott ihr gerechtes Gericht. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ein Begleichen unserer Schuld ist nicht mehr möglich, wenn wir einmal vor Gottes Gericht stehen. Die Strafe wird dann eine ewige Strafe sein, für alle, die in Gottes Gericht stehen werden. Denn nach dem Tod gibt es für uns keine Möglichkeit mehr, von unserer Schuld freizukommen. Um von unserer Schuld freizukommen, brauchen wir jemand, der uns vollkommen davon loskauft. Solange du noch auf der Erde lebst, kannst du dich noch von deiner Schuld, die du vor Gott hast, loskaufen lassen. Das Gleiche gilt auch für Wladimir Putin. Auch er kann sich noch freikaufen lassen. Jeder kann sich noch erlösen lassen von Gott, solange er noch auf der Erde in diesem Leib wohnt. Du kannst mit Gott versöhnt werden, durch den Herrn Jesus Christus. Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Jesus ist also das Leben selbst und der Geber allen Lebens. Das Leben, das ewige Leben kannst du nur haben, wenn du dem Herrn Jesus angehörst. Der Herr Jesus Christus ist ewiger Gott, Gottes Sohn, das heißt die zweite Person des Dreieinen Gottes. Gott, der Vater,
sandte den Herrn Jesus in diese Welt und Jesus Christus wurde Mensch. Wie von ihm selbst mehrfach angekündigt, starb Jesus Christus für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha. Und das, obwohl er der Einzige ist, der niemals gesündigt hat. Nach seinem Tod ist der Herr Jesus Christus am dritten Tag auferstanden zum ewigen Leben. Das war von Gott vielfach so vorhergesagt worden, auch von Jesus Christus. Und so kam es dann auch. Viele Augenzeugen haben das bezeugt. Wenn du, solange du noch auf der Erde lebst, deine Sünden erkennst und die Bezahlung deiner Schuld durch den Herrn Jesus Christus annimmst, indem du dich zu Jesus bekehrst, dich dem Herrn Jesus unterstellst, so wirst du gerettet. Du musst nur bereit sein, deine Verlorenheit und deine Sünde vor Gott anzuerkennen. In dem Fall, wenn du das tust, musst du nicht in Gottes Gericht. Deine Sünden kannst du erkennen, indem du die Bibel aufmerksam liest, selbst liest. Darin liest, ob dein Verhalten, dein Leben nach Gottes Maßstäben ausreichend ist für den Himmel. Dann wirst du merken, es reicht nicht. Es reicht nämlich bei keinem von uns. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Gott sei Dank gibt es auch für dich die Möglichkeit der völligen Sündenvergebung in dem Herrn Jesus Christus. Denn wenn du das Opfer Jesu zur Bezahlung deiner Schuld annimmst, so sind dir die Sünden vergeben. Entscheidest du dich aber, weiterhin nach eigenem Willen zu leben, so wirst auch du vor Gottes Gericht kommen. Dann wird es dir nichts nützen, wenn gewisse Leute oder Staatschefs noch viel schlimmere Sünden als du gemacht haben. Du tust also gut daran, nicht zuerst auf das Böse in den anderen zu zeigen, sondern Gott möchte, dass wir das Böse in unserem eigenen Herzen erkennen. Und dabei können uns auch Lebenskrisen oder so schreckliche Ereignisse wie Kriege helfen. Jeder böse Gedanke ist Sünde gegen Gott. Die Frau des Nächsten zu begehren ist Sünde. Etwas mitgehen lassen ist Sünde. Nur die halbe Wahrheit sagen ist Sünde. Auf die eigene Kraft und Sicherheit vertrauen und dabei Gott zu missachten ist Sünde. Nicht nach Gott zu fragen, nicht nach dem Herrn Jesus Christus zu fragen, nicht in Gottes Wort zu lesen, ist Sünde für Gott. Gott will, dass wir ihn erkennen. Daher handle du besser. Wähle den Weg des Lebens und den Weg des Friedens im Herzen. Entscheide dich für den Empfang der Gnade Gottes. Dann bekommst auch du ein tiefes Verständnis von Gottes Gerechtigkeit. Und auch dafür, dass ein Mann wie Putin auch sein gerechtes Gericht von Gott empfangen wird. Gott will auch dir Vergebung aller Sünden schenken. Jesus Christus starb am Kreuz für uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann gerettet wird. Lass dich von dem Herrn Jesus Christus aus deiner Schuld freikaufen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Überwunden durch das Blut ist die Todesmacht. Jesus hat auch mir zu gut diesen Sieg vollbracht. Triumphierend brach das Lamm Satans Macht entzwei. Durch das Blut am Kreuzesstamm sind wir alle